Guten Morgen! Nicht wundern, wo ich hier gerade sitze. Ich sitze bei meiner Schwiegermama in der Küche. Bin ins Wochenende hergefahren. Und ich mache jetzt mal wieder ein Video. Ich habe jetzt 2 Tage lang pausiert, dass ja nicht wirklich was zu filmen gab. Oder ich muss kurz erzählen, was so passiert ist. Er hat ein bisschen Stress mit wegen den Kindern. Da ich selber irgendwie alles noch zurecht machen muss, nur noch eine Woche bis zur Hochzeit ist. Ich gerade irgendwie mir, glaube ich, selber ganz schön viel Stress mache in der Hinsicht gerade. Und dadurch ich wahrscheinlich auch sehr rumgezickt habe, launisch war, mürrisch war. Und beide Kinder es mitbekommen haben, die Große und der Kleine. Und die da auch beide sehr rumgezickt haben. Die Große wollte keine Hausaufgaben machen. Hat nicht gehört, muss man 5-mal was sagen. Die war auch nicht wirklich gut drauf. Ist auch ganz schlecht, die Große im Moment. Da mache ich mir auch im Moment sehr große Sorgen. In der Schule isst sie überhaupt nichts, trinkt nichts. Die Flasche ist vielleicht so ein Schluck, wenn es hochkommt, ist raus. Jetzt erzählt sie mir den Tee mag sie nicht, wo sie den Tee immer drin hat und total lecker findet. Ja, da mache ich mir im Moment gerade ein bisschen Sorgen. Die sind auch gerade nicht da, die ist ihr Wochenende jetzt bei ihrer Mutti, weil die da einen Geburtstag hatten gestern. Da hoffe ich, dass vielleicht nächste Woche ein bisschen besser wird. Wir schauen einfach mal. Ja, da hat gestern nichts großartig weiter passiert gehabt. Kinder wieder arbeiten, Kinder abgeholt. Dann kam eine Freundin zum Nägel machen vorbei. Und dann haben wir uns auch bloß noch ausgeruht. Guck mal. Oh. Guck. Die Männer hier. Passt doch, ja. Oder Platz, oh, guck. Mein Mann hat abgenommen. Er passt in seinen Hochzeitsanzug rein. Ich bin ja so stolz auf ihn. Ja, auch hier von der Arme so. Passt. Ja, du hast aber auch gerade nicht drunter. Fällt dir unter dein Hemd deine Weste? Nee. Ach, das sieht er jetzt. Bei Tino nicht an, spuckt noch. Du willst Tino auch heute gerne mal, wenn er irgendwas Neues hat. Nee, aber... Schick. Bisschen noch zu lang, aber wenn die Schuhe an sind, dann... Ja, du hast auch die Schuhe an. Ich hab die schon richtig gemacht. Oh. Gut, Abi. Bin noch ein bisschen erkältet. Hab auch schon Hustensaft jetzt geholt. Ich hoffe, dass mir das nächste Woche wieder besser wird. Die Große hustet auch schon ganz schön. Ich auch jetzt immer schön Hustensaft. Ich hoffe, dass es bis dahin besser ist. Ja, sonst haben wir einen Freitag jetzt. Ja, mach das. Sonst war jetzt ein Freitag nichts weiter. Deine Freundin war zum Nägel machen. Nach dem Nägel machen nochmal? Ich überlege, ich glaube, was da nochmal. Ja, ich war nochmal einkaufen. Oh, das hab ich geholt. Genau, Soleier. Ich habe Soleier gekauft noch. Ich wollte unbedingt Soleier zum Abendbrot essen. Und mein Freund war bei MP und bei uns bei MP gibt es keine Soleier. Zu uns waren die alle, keine Ahnung. Bin schon mal ins E-Center gefahren. Haben mir noch ein paar Soleier gekauft. Ja, so ein Appetit auf Soleier hatte. Ja, Frau halt. Ja, ich sehe noch nicht so bombastisch aus. Ich bin mit nassen Haaren ins Bett gegangen, geschminkt auch noch nicht. Da ja meine Creme, ich habe Creme von meiner Mama bekommen. Ich erstmal noch so ein bisschen einziehen lassen. Ich teste die jetzt einfach mal, die ist schon halb voll bloß noch, wie man sieht. Das ist hier von L'Oreal Paris, dieses Skin Perfect. Die teste ich jetzt einfach mal. Soll ja so ein bisschen porenverfeinernd wirken. Mal gucken, weil ein bisschen, also ich muss sagen, die Poren kann man jetzt bei mir, glaube ich, nicht so gut erkennen, da ich jetzt regelmäßig wieder ins Solarium gehe, auch wegen der Hochzeitsbräune und daraufhin die ganzen so Mitesser und so, die ganzen schwarzen Punkte, die ich überall hatte, um die Nase rum, extrem hier so, alle weg und ich auch regelmäßig so ein Waschpeeling habe von, so ein neues von Garnier. Garnier Haut klar, Wasabi Clean nennt sich das. Oh, wartet mal. Tino wollte gerade hoch zum Papa, der ist aber ohne ihn hochgelaufen, hat er gerade ein bisschen rumgemobbt gehabt, hat er sich hingeschmissen, da ein paar Fliesen sind, das hat glaube ich ein bisschen weh. Naja, aber jetzt geht es ihm schon wieder besser. Was haben wir sonst noch gemacht? Na, die Gesichtscreme, die teste ich einfach mal. Ich kann euch ja dann mal erzählen, wie ich die so finde. Ansonsten haben wir gestern, ich vorgestern nichts weiter gemacht gehabt. Nur noch ausgeruht, aber aus dem Einkaufen ausgeruht.
Ja, und gestern war auch nicht so großartig, weil sie noch aufgestanden, gefrühstückt. Dann haben wir die Große zur Mama gebracht, weil er heute 60. Geburtstag ist. Und dann waren wir uns ja zu meiner Schwiegermama gefahren. Und so waren wir gestern, muss noch ein bisschen einkaufen. Und jetzt, was ich noch so geholt habe, ein bisschen was verflochtet und so für mich. Hab mir ja ein bisschen Hustensaft noch gekauft. Ja, und gerade mit seiner Flasche ab. Mach das mal. So. Sieht man die Flasche? Oh, mein Freund hat alte Kassetten oben durch. So, was habe ich noch alles geholt? Dann habe ich noch für die Jungs Edgars Geschenke. Autos? Oh ja. Das kennst du ja, dieses von der 80er. Ja, klar kenne ich das. Ja, klar. Ich bin ja auch keine Ahnung wie jung noch, ja? Also. Mein Freund glaubt mal wieder, dass ich keine Ahnung, als 18 bin oder so und von der 80er nichts mitbekommen habe. Naja. Na, die Autos habe ich gekauft. Dann habe ich noch so ein Essbesteck von Nuke gekauft. Für Tino. Gucken, ob das hinhaut. Ich meine, ich finde die Löffel ganz schön klein, aber er hat auch eine relativ kleine Schnute. Und macht man nicht wirklich weit auf. Und wenn dann was drauf ist, denkt man, dann passt der Löffel schon. Dann auch eine Schale dazu von Baby Love, die hinten eine rutschfest ist. Ich hoffe, das funktioniert bei uns auch auf unserem Hochstuhl auf das Brett. Bin ich auch gekommen. Dann habe ich noch für die Hochzeit nächste Woche von Essence so eine Blasenpflaster gekauft. Ich finde die richtig super. Muss man gar nicht teuren kaufen, denn die tun es genauso. Und kosten, glaube ich, 2 Euro weniger. Minimum, glaube ich sogar. Dann habe ich mir von Catrice 18 Stunden Lipgloss geholt. Das soll irgendwie ja Farbe, Lippenstift und Lipgloss in einem sein, irgendwie. Habe ich in der Farbe 010 Rosewood If She Cooled. Ja. Genau, ein 3-in-1 Lip Polish vereint die Farbe eines Lippenstiftes mit den Halt eines Stands und den Glanz eines Lipglosses. Naja, gut, ich habe Flossi gekauft. Von Farbe her. Ich glaube, bestimmt jetzt nicht hin. Da ich ja mein Handy noch in der Kamera in der Hand habe. Oh, jetzt weint da jemand. Jetzt weint da jemand. So. Mach die mal auf der Hand. Schatzi! So. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, ich glaube, die Farbe sieht jetzt sehr pink aus, obwohl die eigentlich so ein bisschen natürlicher aussieht. Das sieht fast aus wie meine Lippenfarbe in der Natur. Was hast du da gemacht? Was? Ich habe den Lippenstift gezeigt, wie der aussieht. Männer halt. Dann habe ich mir jetzt meine Kamera, mein Handy hingestellt, hingehockt davor. Dann habe ich mir von Catrice ein Anti-Rötungs-Base gekauft. In grün, dass ich ja wirklich genau sehen kann, überall diese ganzen Rötungen habe. Die so an der Nase und Wangen und am Kinn. Damit die wirklich weggehen zur Hochzeit, weil ich möchte da nicht aussehen. Upa! Ah, ich hab's Handy umgeschmissen. Hilfe! Die Decke kurz gesehen. So, dann habe ich mir noch von Catrice Camouflage-Creme gekauft. Die habe ich gestern bei YouTube bei einer gesehen gehabt. Das war ein Video von letztes Jahr gewesen. Die hat damit ihre Akne abgedeckt gehabt. Und da dachte ich mir, ich guck mal, ob ich dieses Camouflage noch bekomme. Ich muss sagen, bei ihr hat das wirklich richtig super abgedeckt. Hätte ich nicht gedacht. Weil auch sehr dolle rote Stellen und so hat. Und es war von letztes Jahr vom August das Video. Und da ist immer so eine Sache, ob es das dann noch gibt. Und es war Gott sei Dank noch da und da bin ich froh. Ist die 010 Ivory wirklich das hellste, was es gibt? Probiere ich mal nachher mal aus, wie es aussieht und wie es verteilen lässt. Bin ich mal ganz gespannt. Zu den Preisen kann ich euch jetzt gerade überhaupt nichts sagen, da ich auch gar nicht weiß, wo mein Kassenzettel ist. Aber ich glaube, das kam, glaube ich, 2 Euro noch was. Die Base kam 4,45 Euro, glaube ich.
Der Lippenstift. Ja, lasst mich liegen, glaube ich, auch 3-4 Euro oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. So. Die Blasenpflaster kosten 2,95. Das weiß ich, welche ich öfters kaufe. So, was haben wir noch gekauft? Wartet mal. Da fehlt nämlich noch einiges. Dann Türstopper. Für unsere Badezimmertür. Weil ich nur schmeiße die Badezimmertür immer zu. Und da irgendwann noch die Finger mal dazwischen sind. Dann habe ich noch vom Baby Love so ein Ärmellätzchen gekauft. Das fand ich auch ganz süß. Kam, glaube ich, auch 2 Euro noch was, 3 Euro noch was. Ja, sonst so. Eigentlich fehlt noch was. Ich habe mir noch einen Highlighter gekauft. Ah, da ist er auch von Catrice. So ein Highlighter-Pen. Ist in so einem, ja, in so einem glänzenden Rosé-Ton. Gab es auch noch in Weiß. Aber ich habe mir lieber im Rosé gekauft. Ich zeige euch den auch mal. So. Da. Naja, wenn die macht, man nicht wirklich scharf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Versuch's mal so ein bisschen. Ja, es schimmert halt so leicht rosé. Das finde ich bei meinem Hautton finde ich schon besser. Kann man auch rausdrehen. So. Von Kastellati probieren wir das alles einfach mal aus. Und mal schauen. Ja, zum heutigen Tage ist nicht wirklich großartig noch irgendwas zu erzählen. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Ich werde nachher noch ein bisschen die Hochzeitsgeschenke, die Gastgeschenke noch fertig machen. Wir haben schon alles hier. Noch fertig machen sitzt die Sitzordnung. Habe ich auch schon fertig gemacht. Die muss nachher noch rüber ins Hotel, weil das Hotel ist hier 2 Häuser neben uns. Da kommt wirklich bloß noch ein Haus und dann kommt schon gleich das Hotel. Das ist eigentlich ganz schön praktisch, können wir gleich rüberlaufen. Wie gehen wir das ab? Dann müssen wir ein Hotelzimmer abbestellen. Da meine Trauzeugin, die auch gleichzeitig der Babysitter von Tino ist, leider kein frei bekommt. Die kann wirklich nur früh zur Trauung kommen. Und danach muss sie nochmal weg. Dann müssen sie beide nochmal weg und dann werden sie sicherlich zum Abendbrot, zum Kaffee-Abendbrot wahrscheinlich dann nochmal vorbeikommen. Die lassen sich dann vom Nachbarn herfahren. Und man fährt ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr bis hierher. Von uns zu Hause aus. Wenn man gut durchkommt. Über die Autobahn ist eigentlich noch schneller, da ja aber die Autobahn hier bei uns gerade im Moment gebaut wird, kommt man da nicht runter. Das ist halt das Problem. Und die Auffahrt wurde der ganze Asphalt weggerissen. Und dadurch kommt man da nicht drauf und auch nicht runter. Deshalb müssen wir über das Klingerdorfer fahren und da dauert es halt 5 bis 10 Minuten länger, wenn sie halt über die Dörfer fahren. Ja, jetzt werde ich heute alles noch fertig machen und jetzt muss man noch absagen. Kommt trotzdem abends, trotzdem kommt es noch vorbei und noch ein bisschen mit Teil an der Feier und wird dann wahrscheinlich den kleinen Tino abends mit nach Hause nehmen, dass er nicht hier bleibt. Wir werden dann bei ihr schlafen und wir werden dann ja, bei uns, auch bei uns zu Hause gleich um die Ecke wohnt und da werden wir Tino dann gleich am nächsten Tag dann auch abholen. Wir werden jetzt noch ein bisschen frühstücken. Gucken, wo meine Beine jetzt rumdümpeln und dann frühstücken und dann alles noch vorbereiten. Wird noch heute ganz schön anstrengend. So, wir sind fertig mit Frühstücken. Hintergrund läuft jetzt schon der Geschirrspüler. Ich mache mich jetzt an unsere Hochzeitsdeko und Gastgeschenke. Die ganzen Kartons, das und das, da und hinten der Bambus. Muss ich alles vorbereiten, auspacken, zusammensuchen, weil sehr viel Papier, alles mögliche mit drin ist. Hab dann auch noch, da auch noch ein paar Vasen zu stehen, die ich auch noch vorbereiten muss, weil ihr seht einfach nur blaue Vasen und nichts weiter. Hab da jetzt schon die Autos. Hintergrund läuft eine Fernsehgruppe von Six, perfekte Date. Ja, mich alles noch fertig machen. Mit meinen Vasen bin ich fertig. Die habe ich jetzt oben so ein gelbes Band dran gemacht mit Schleife und halt den Zettel, wo unsere Namen und das Datum mit draufstehen. Die nehmen wir nachher noch mit rüber mit ins Hotel, damit die schon mal da sind. Und den Rest mache ich auch noch nach und nach fertig.
So, die Vase habe ich euch eben gezeigt. Jetzt werde ich mal gucken, ob der Tino schon mal wieder wach geworden ist. Er hat nämlich noch mal geschlafen. Oh, ich muss dringend meine Haare machen und so. Das sieht schlimm aus. Jetzt muss ich doch hier mal schauen. Ich habe irgendwas trampelnd rumgucken gehört. Nur doch mal schauen. So. Oh, da ist ja jemand wach. So, guckt mal, was der kleine Mann hier schon wieder veranstaltet. Und die Maus vom Papa in der Hand. Ja, ja. Papas Computermaus in der Hand. Wie immer, die ist am besten. Und wach bist du ja auch schon, Mama? Hat es gar nicht gehört? Wo lag der hier oben? Hab ich gehört. Der lag hier oben. Achso, ich dachte, der lag unten. Tino hat gerade noch was gegessen gehabt und liegt jetzt mal wieder im Bettchen. Ich mache jetzt auch Mittagessen. Für uns. Bei uns gibt es heute Hähnchenbrust. Habe ich einen kleinen geschnitten, wie das Nest hätte. Und dazu gibt es ein paar Kräuterbaguette. Das wird schon schmecken. Mein Freund räumt gerade die Kühlspülmaschine aus. Sieht aus, wenn da schon eine Spülmaschine. Küchenmaschine. Küchenmaschine, genau. Da. Essen. Ich habe schon Hunger. Ja, nebenbei mache ich noch ein bisschen Hochzeitsdeko fertig. Das ist echt eine ganze Menge, also hätte ich nicht gedacht. Ganz schön Arbeit. Also wer heiratet, um Gottes Willen, macht ja nicht viel Spaß. Naja. Man sollte halt wirklich am besten auch in dem Ort feiern, wo man auch wohnt und nicht in einem anderen Ort, wie wir das veranstalten und alles hin und her schleppen müssen. Das ist doch schon ganz schön stressig. Ja, stressig nicht. Ja doch, für dich nicht. Du machst es ja nicht. Ich muss ja alles organisieren und so machen, wie wir uns das gedacht haben. Und ja. Wie Tino im Bollerwagen. Aber du musst dann nachher raus. Naja, kommt da die ganze Tischdeko rein. Ein Fleck, oh weia. Da kommt nachher die Deko rein, Spatzi. Hier. So, wir laufen jetzt rüber ins Hotel und liefern die ganzen Sachen hier ab. Haben alles eingesetzt im Bollerwagen. Die Vasen, den Bambus, das sind die Wasserschalen, Zettel, alles drin. Das kommt jetzt alles mit rüber. Das bringen wir jetzt alles rüber. Und dann sollen sie es da eben hinstellen, dass sie das dann nächste Woche Samstag alles einsortieren können. Ich hoffe, es ist wirklich da alles drüben. Aber nicht ganz, die Platzkärtchen fehlen noch, die müssen noch beschriftet werden. Dann können wir die mit rüberbringen. Und die Gastgeschenke für die Kinder, die fehlen halt auch noch. Die muss ich noch fertig machen, da ich die Tütchen für die Geschenke zu Hause habe stehen lassen. Konnte ich jetzt nicht gerade fertig machen. Der Rest, Gott sei Dank, alles schon da und kann jetzt rübergebracht werden. Tino ist mit der Oma schon vorgelaufen. Wir gucken mal. Die sind nämlich gerade hier aus dem Tor raus. Gucken, wo sie jetzt sind. Da vorne sind sie. Wartet mal. Da ist er. Ist mit der Oma vorgelaufen zum Briefkasten, aber nicht drin. Ich nehme gleich den Bambus in der Hand, Schatz. Juhu. Tino! Jetzt kommt er wieder zurück. Ein Blumen streuen. Na komm, Tino, komm. Und wenn du das fein machst, na, schön Blumen streuen. Das nächste Mal Schokolade rein. Dann kannst du bei Tante Petra und Onkel richtig. Tommy schön Blumen streuen, nicht wahr, Tino? Dann können wir die Körbchen gleich aufheben. Ja. Wir haben vorhin noch alles rübergebracht. Hat auch alles super geklappt. Haben die Zimmer nochmal reserviert gehabt und die Namen angegeben gehabt, damit dann die auch richtig gleich sagen können, hier so und so. Und dann wissen die auch gleich, welches Zimmer. Nicht dann irgendwie heißt, hier ist kein Zimmer auf den Namen reserviert. Ist ja immer Gesundheit. Der nächste hier. Ist ja immer so eine Sache. Nach dem Zimmer reservieren sind wir dann nach Hause gefahren, alles eingepackt und dann los. Waren noch bei meinen Eltern kurz. Mein Freund hat dann zwischendurch noch die Große von der Mutti abgeholt gehabt.
da wir schon eher losgefahren sind und die halt noch da waren. Hat auch Gott sei Dank alles geklappt gehabt. Ist nichts irgendwie zwischengefallen oder irgend sowas. Alles gut, da haben wir noch Abendbrot gegessen bei meinen Eltern. Und noch ein bisschen gequatscht wegen der Hochzeit und so, was wir alles fertig haben. Und wegen Dienstag, weil Dienstag werden noch von meiner Schwiegermama, Mama und Trauzeugen unter Fingernägel gemacht. Damit sie alle schick sind. Und da haben wir noch ein bisschen gequatscht mit der Zeit und so und wie lange sie da sind, allem drum und dran halt. Dann sind wir auch nach Hause gefahren, da war es glaube ich halb, dreiviertel sieben ungefähr war es, da wo wir nach Hause gefahren sind wieder. Und ja, den Kleinen haben wir gleich ins Bett geschickt. Die Große ist nach Baden gegangen und die sind auch ins Bett. Nur ein bisschen Drasch mit ihr vorhin, weil sie meinte, sie hat jetzt Ferien, sie muss nicht zur Schule. Hat sie gar nicht wieder nur mit einem halben Ohr hingehört in der Schule. Es sind bald Ferien, aber noch nicht jetzt. Sicherlich, halben Ohr hingehört, das ist nichts Neues bei ihr. Sie hat immer nur das, was sie hören will. Auch wenn die Lehrer was sagen, man kann sie später fragen, was haben die gesagt. Das weiß sie nicht mehr. Das ist manchmal, ein bisschen schwierig für uns, danach zu vollziehen, was die Lehrer dann gesagt haben. Vor allem, wenn im Hausaufgabenheft nichts drinsteht oder nur irgendwelches Gekrakle drin steht, was sie selber nicht mehr entziffern kann und ich erst recht nicht entziffern kann und sie mir auch nicht sagen kann, was es bedeuten soll. Das ist immer so eine Sache. Letzte Woche zum Beispiel ein Kinderfoto mitbringen und eine Fahne, damit sie den Wind feststellen können. Ich frage, zu wann sollst du denn das mitbringen? Zu morgen. Ja. An den Tag danach sind sie in den Tierpark gefahren. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da ein Kinderfoto brauchen. Ja, das soll dann das Gekrekle sein, was im Hausaufgaben steht. Habe ich ja später dann erfahren, welche Lehrerin mal angesprochen hatte. Ist halt immer so, auch wo sie in den Tierpark gefahren sind, hat sie auch nicht hingehört, dass sie mit Rucksack kommen sollen, nicht mit Schulranzen. Das hätte sie mir alles falsch erzählt, wenn ich nicht vorher nochmal nachgefragt hätte. Manchmal schreiben mir Lehrer es auch gleich richtig rein und man schreibt es allein. Da ist manchmal ein bisschen gekritzelt drin. Deshalb muss ich öfters immer mal nachfragen. Ob mein Video ist jetzt hochgeladen. Gott sei Dank, das letzte. Ja, dann da hat die Große dann ins Bett gegangen. Und es ist nichts weiter jetzt groß gewesen, ein bisschen ausgeruht. Fernsehen geguckt, ich habe noch ein paar Videos hochgeladen, zusammengeschnippelt. Hab schon mal meine Augenbrauen für nächstes Wochenende gemacht. Ich habe schon mal angefangen, dass ich dann nur noch kurz vorher, also Donnerstag wahrscheinlich oder Freitag, bloß noch mal so ein bisschen paar Rester machen muss. Das heißt, dass so ein bisschen was nachgewachsen ist und so. Hab die jetzt gefärbt. Ja, hier ist auch sehr lückenhaft. Die muss ich immer nachmalen. Zwar gefärbt. Die ist halt richtig gut geworden, aber die andere, da fehlen halt ein paar Haare, die wird immer nachmal ein bisschen dunkler gemacht, damit ich krabbelt sie überall von den Haaren noch. Boah. Vom Zupfen, da krabbelt es mich noch überall. Oh, ist immer schlimm. Er hat Augenbrauen schon mal gemacht, wo man einen kleinen Kamm machen muss. Die Augenbrauen von meinem Freund werden wir dann morgen wahrscheinlich machen. Morgen Abend werden die uns auch noch ein bisschen in Form gebracht werden, weil immer so ein bisschen ein paar längere Haare dazwischen sind, was bei Männern ja oftmals der Fall ist. Die müssen wir dann noch ein bisschen schön machen, wenn man das alles gut aussieht. Ja, wir werden schlafen gehen, ist auch schon relativ spät. Wir haben jetzt 10:30 schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und schlaf gut und wir sehen uns dann morgen.